Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den Eisbären Berlin und den Nürnberg Ice Tigers hier in der Mercedes-Benz Arena war an Dramatik nicht zu überbieten. Vielleicht ja wieder beim zweiten Duell in Berlin mit Ryan Betterhaar, dem Neuzugang der Eisbären. Die kommen von den Swift Current Broncos aus der Western Hockey League als Verstärkung für die Defensive. Der 18-Jährige sollte viel Eiszeit verbringen. Aber zunächst war Berlin im Offensivmodus. Hier Alex Grenier nach Vorlage von Matt White. Scheitert am Gestänge. Besser machte das dann schon Kevin Clark. Überzahlphase Berlin. Da geht es durch den Slot hindurch. Und dann nochmal. Und Clark staubt ab. Die Führung für Berlin. Nach nicht einmal 4 Minuten. Das erste Powerplay genutzt. Patrick Reimer saß draußen. Berlin kombinierte zu Beginn dieses Spiels sehr gut. Und Clark war der Nutznießer. Allerdings dann fuhr der Zug in die andere Richtung ab. Patrick Reimer, gerade auf der Strafbank und jetzt als Vorlagengeber. Blake Pollitt, der Ex-Berliner, mit dem Schuss ins Dachgeschoss hinein, überwindet Markkanen. Und damit der Ausgleich für die Gäste aus Mittelfranken. Gute Übersicht von Reimer. Und Pollitt, dann kompromisslos. Juul Markkanen, zweiter Einsatz in Folge nach einer starken Leistung gegen die Adler Mannheim. Hier war er machtlos. Und auch bei der nächsten Szene war Markkanen machtlos, denn Hayden Shaw bringt den über die Linie mit einem Gewaltschuss. Ein Statement von Hayden Shaw, die Führung für Nürnberg im ersten Drittel, das Spiel gedreht. Die Gäste nahmen die Luft raus aus der Mercedes-Benz Arena. Ja, und auch Serge Aubin musste mal wieder eine Krisenansprache halten zur Drittelpause. Und es ging rein in den Mittelabschnitt. Marcel Nöbels hatte hier die Chance, aber er scheitert, weil er über den Puck schlägt. Nöbels normalerweise so ein guter Techniker, hier kein Scheibenglück. Aber Nöbels sollte noch mal eine Chance bekommen. Dane Fox draußen. Das konnten auch dann die jungen Eisbärenfans genießen, denn sie wussten, was folgt. Novak auf Boychuk. In diesem Moment. Und Boychuk mit der Übersicht zieht dann Nöbels und der staubt ab. Schlägt Leon Hungerecker den Ex-Berliner. Ausgleich 4 Minuten vor dem Ende des zweiten Spielabschnitts. Damit pari pari. Ein Duell auf Augenhöhe, nicht immer hochklassig, aber hochspannend. Marcel Nöbels mit seinem 120. Treffer als Eisbär hat damit auch Stefan Ustorf, den Nürnberg-Manager, überholt. Die jungen Eisbären-Fans hat es natürlich gefreut, denn sie wussten, ihnen blüht ein dramatisches Schlussdrittel. Und Markus Weber hatte hier allerdings die Entscheidung für die Gäste. Dann auf dem Schläger. Zunächst der Schuss von Schofield. Und dann Weber im zweiten Versuch. Das Gestänge dazwischen einmal mehr. Aber das Gestänge hatte nicht nur etwas gegen eine Nürnberger Führung, sondern auch gegen eine Berliner. Fehler von Nürnberg im Aufbau. Frank Mauer macht's präzise, aber der Posten klirrt nur, es bleibt beim 2:2. In der Overtime gab es einen weiteren Gestängeschuss, aber keinen Treffer. Heißt, Shootout. Die Berliner vergeben zunächst, dann Tyler Shii. Markkanen achtet nicht auf den Puck, der Puck geht über die Linie. Kuriose Szene, Shii mit der Führung für Nürnberg im Shootout. Hier, Markkanen reagiert zu spät. Dann hatten White und Reimer getroffen. Nöbels musste Hungerecker überwinden, aber er scheitert an Leon Hungerecker, der im Sommer von Berlin nach Nürnberg gewechselt war und hier zum großen Matchwinner wurde an diesem Freitagabend in der Mercedes-Benz Arena. Ja, also ich versuche einfach im Spiel drin zu bleiben. Ja, einfach jeden Schuss versuchen zu sehen, einfach die, aber die Jungs helfen mir halt einfach jedes Mal, die Schüsse von oben zu sehen, weil Berlin auch viel Betrieb vom Tor gemacht hat. Und mein Chapeau an meine Verteidiger und meine Stürmer, die haben einfach viele Schüsse geblockt, sodass, wo ich dann einfach vielleicht mal ein bisschen zu langsam war und da waren die für mich da und ja, deswegen, das war sehr gut. Oh, of course we have to be better, but I mean, we're turning the pucks over, we're not making smart decisions, that's what I mean when we're trying to score every shift. Like sometimes the plays aren't there. Sometimes the play is just to get it deep and to manage the puck and say, hey, we'll save it for the next shift and go from there. But yeah, we can't look too far ahead. I mean, we have 35 games to go. Sunday is a new one. Nürnberg bricht die Niederlagenserie und die Berliner treten auf der Stelle. Und diese Stelle heißt momentan Tabellenkeller.
Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.